Familie mit Billy zusammen. Hier mal rausgesucht. Hier sind wir vier alle auf einen Haufen mit unserem Kater. Die beiden jungen Männer der Familie. Und zentraler Punkt immer unser Kater Kali. Hier ist die Demo. Berlin, 20. Februar 2019. Vor dem Kanzleramt haben sich rund 100 Menschen versammelt, um für die Freilassung des deutschen Journalisten Billy Six zu demonstrieren. Seit dem 17. November 2018 sitzt der 32-Jährige im Gefängnis in Venezuela. Man wirft ihm Spionage vor. Ein ungeheuerlicher Verdacht. Doch die Bundesregierung hält sich mit ihrem Engagement für den deutschen Staatsbürger auffällig zurück. Auch hier bei der Demo in Berlin sind nur zwei Vertreter des Parlaments gekommen. Ja, lieber Lars, die AfD-Bundestagsabgeordneten Enrico Komning und Peter Bistron. Überraschend ebenfalls vor Ort Billy Six Eltern, Edward und Ute. Erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Unterstützer, die sich heute hier eingefunden haben. Sie schildern die quälende Ungewissheit, denn sie bekommen kaum Informationen darüber, wie es ihrem Sohn wirklich geht. Die Haftbedingungen in dem krisengeschüttelten Land sind desaströs. Und am Montag, am 25. Februar, ist der 100. Haftfahrtag von Billy. Und Billy hat für diesen Tag seinen neuen Hungerstreik angekündigt. Er hat dazu einen Brief verfasst, den haben wir auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht, wo er auch die Haftbedingungen beschrieben hat, die er verbessert haben möchte. Und das sind so eine bescheidenen, rührenden Worte. Sollte jeder mal durchlesen. Es gab 2 Monate also alle Möglichkeiten, ihn auf ganz einfachen, legalen, normalen Wege freizubekommen. Und es wurde bewusst nicht gemacht. Es ist eine bewusste, unterlassene Hilfeleistung der deutschen Regierung. Und das prangern wir nicht nur an, das verurteilen wir zutiefst. Und wir werden alles tun, dass das auch nicht das Ende ist. Es ist entsetzlich, wie untätig der deutsche Außenminister und das ganze Außenministerium im Fall Billy Six über 100 Tage geblieben ist. Es ist ein totales Versagen des Auswärtigen Amtes, der Botschaft und auch des Außenministers persönlich. Was steckt hinter dieser Zurückhaltung? Hier geht es doch ganz offensichtlich um eine Menschenrechtsverletzung. Billy Six Eltern haben sich schriftlich an den Bundesaußenminister Heiko Maas gewandt. Sie haben bis heute nicht mal eine Empfangsbestätigung für ihr Schreiben bekommen. Neuenhagen bei Berlin. In dieser brandenburgischen Gemeinde ist Billy Six aufgewachsen. Seine Eltern wohnen noch immer hier. Wir haben uns heute auf den Weg nach Neuenhagen gemacht, um das Ehepaar Six erneut zu treffen. Mit dabei ist der AfD-Bundestagsabgeordnete und Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Peter Bistron. Er will wissen, welche Erfahrungen genau die Eltern mit Vertretern der Bundesregierung im Fall ihres Sohnes bisher gemacht haben. Nur so viel vorab. Was wir heute hören werden, hätten wir niemals in einem Land wie Deutschland für möglich gehalten. Lediglich 2-mal durften die Eltern bisher kurz mit ihrem Sohn sprechen. 2-mal, seit November. Was sie in den Gesprächen erfahren haben, macht ihnen Angst. Er ist in isolierter Einzelhaft. Er kann mit niemandem sprechen und er hat kein Tageslicht, also er hat kein Fenster in seiner Zelle. Übrigens ja seit, also bis heute noch, also 14 Wochen lang sitzt er quasi ohne Fenster, ohne Tageslicht in der Zelle. Die Zelle ist eine, ja, aus Zement. Also nackter Zement, keine Lüftung, das heißt, das ist alles nass, feucht und schimmelig. Die deutsche Regierung hat bis heute nicht protestiert, förmlich. Die haben ihn kriminalisiert am ersten Tag, indem sie nicht protestiert haben, einfach förmlich. Damit haben sie ihn quasi zum Verbrecher gestempelt. Ute Six erzählt uns, dass es nach der Festnahme über 2 Monate gedauert hat, bis überhaupt jemand aus der deutschen Botschaft Billy im venezolanischen Gefängnis besucht hat.
Also in dem Moment, wo dann nach 2 Monaten die deutsche Botschaft tatsächlich da mal vorstellig geworden ist, konnten sie mit ihm zweimal kurz telefonieren. Das war bisher alles, was sie an Kontakt mit ihm hatten. Genau. Also, die haben auch nicht zu ihnen gesagt, Herr und Frau Six, kommen Sie mit uns ins Flugzeug, wir fliegen nach Venezuela, Sie können den kurz besuchen, Sie können mal gucken, wie es ihm geht. Im Gegenteil, Sie haben ja schon vorgewarnt, dass Sie uns die Kontonummer übermitteln, damit wir das Obst und Gemüse, was Sie ihm mitbringen, bei so einem Besuch beim nächsten Mal uns in Rechnung stellen können. Und dass natürlich, wenn er freigelassen wird, es um die Bezahlung des Tickets geht und dass wir doch bitte vorher vielleicht schon das Geld überweisen, damit Sie es dann benutzen können. Also Sie können nicht mal vorschießen. Dabei waren Billys Eltern zunächst durchaus optimistisch, dass sich Regierung und Politiker der etablierten Parteien für ihren Sohn einsetzen würden. Hatte doch Cem Özdemir vor nicht mal einem Jahr nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel eine flammende Rede im Bundestag für Meinungsfreiheit gehalten und in dem Zusammenhang gegen die AfD geätzt. Wir sind froh, dass Deniz Yücel frei ist. Und ich will das mal sagen, dass hier auch kein Missverständnis entsteht. Genauso froh wären wir, wenn er Gustav Müller oder sonst wie heißen würde, weil jeder Bürger dieses Landes es verdient hat, dass dieses Land sich für ihn einsetzt. Das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Jeder weiß es außer Ihnen. Und wir alle, der demokratische Teil dieses Hauses, setzt sich auch dafür ein, dass die anderen Journalisten, die ebenfalls in Haft sind, aber keinen deutschen Pass haben, es genauso verdient haben, freigelassen werden, weil Journalismus ist kein Verbrechen, sehr geehrte Damen und Herren. Welch ein Hohn. Natürlich hatten sich Billys Eltern aufgrund der kämpferischen Rede des grünen Politikers auch an Cem Özdemir gewandt, erzählen sie Peter Bistron. Vergeblich. Die Wut ist ihnen anzumerken. Ich weiß nicht, wie diese Schmach jemals von solchen Politikern wie Cem Özdemir wieder sich da reinwaschen will. Ja. Er hat sich so offenbart und entlarvt, das spottet jeder Beschreibung. Wir haben ihm auch noch schon mal viel vorher einen Brief geschrieben und haben genau eben auf dieses Zitat hingewiesen. Und das hat ihn ja auch, weil er ja so für die Pressefreiheit eintritt und ihm so ein hohes Gut ist, dass er sich natürlich für Billy sich einsetzen wird, war unsere Erwartungshaltung. Hm. Aber Antwort? Keine Antwort. Keine Reaktion. Nicht mal eine Passbestätigung. Edward und Ute Six lässt das Gefühl nicht los, dass ihr Sohn von Regierung, etablierten Parteien, aber auch seinen Medienkollegen wie ein Journalist zweiter Klasse behandelt wird. Weil er nicht die richtige Haltung hat? Diesen Schluss lässt auch ein Tweet des linken Politikers André Hunko zu. Im Sebin-Gefängnis können sich Inhaftierte frei bewegen, telefonieren und Kurse belegen. Das geht beispielsweise im Abschiebegefängnis nicht. Ob Herr Six wirklich als Journalist unterwegs war oder eher als rechtsextremer Aktivist, können wir natürlich nicht beurteilen, schreibt Herr Hunko. Es ist natürlich ein Unding. Es war zu dem Zeitpunkt klar, dass Billy in isolierter Einzelhaft sitzt. Das heißt, er hat niemanden im Raum, er hat eine Gittertür vor sich, er hat auch kein Gegenüber. Billy, so beschreiben ihn seine Eltern, geht als Journalist unvoreingenommen an seine Themen heran. Doch das, was bei seinen Recherchen herauskam, wollten deutsche Mainstream-Medien nicht veröffentlichen. Deshalb publizierte Billy vor allem bei konservativen, sogenannten rechten Medien. War das sein Verhängnis? Kam eine Info, wo ich sage, wie kommt ihr überhaupt dazu? Woher kennt ihr den Namen AfD überhaupt? Aus Amerika kommt die Info, man sagt, er stehe der AfD nahe, also genau so formuliert. Und deswegen wird sich die deutsche Regierung und die deutsche Botschaft nicht für Billy einsetzen. Hm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, na was sind denn das Amis? Ja, haben die von Rechtsstaatlichkeit noch nichts gehört oder was? Was machen die denn da? Also kann ja sein, dass sie von ihnen jetzt denken, aber in Deutschland doch nicht. Heute. Ja, und wie gesagt, ich habe zurückgeschrieben, demokratisch gewählte Partei, völlig normal AfD, aber das Wichtige ist ja, unabhängig von Religion, Anschauung, Parteizugehörigkeit, Gesinnung, gilt das deutsche Gesetz für alle. Sie gilt ja sogar für IS-Kämpfer und weiß ich was für Verbrecher, gilt das deutsche Grundgesetz. Also muss die Regierung sich für ihn einsetzen. Hm. Es gibt gar keine Alternative dafür. Und dann
erlebe ich das, ja, was hier jetzt abgegangen ist, die letzten 3 Monate. Wir verlassen Neuenhagen mit unguten Gefühlen. Uns ist klar geworden, dass für Billy Six offenbar besondere Regeln gelten. Gerade erst hat sich die Bundesregierung öffentlich für die Freilassung eines inhaftierten venezolanischen Abgeordneten stark gemacht. Doch nicht so für Billy Six. An diesem Beispiel sehen wir, wie degeneriert mittlerweile der deutsche Staat ist, die deutsche Staatsverwaltung unter der Regierung von SPD-Politik. Sie setzen Parteipolitik über die Staatsräson und das ist untragbar, auch das müssen wir ändern. Wird sich die Regierung im Fall Billy Six endlich bewegen? Die Zeit drängt. Wir erinnern uns daran, was uns Billys Vater im Interview mit auf den Weg gegeben hat. Es ist immer noch Zeit, noch ist der Prozess nicht gelaufen. Noch ist auch kein Krieg ausgebrochen. Jeder Tag, jede Stunde zählt jetzt.